Moin Leute, wir suchen aktuell einen gebrauchten elektrischen Kleinwagen und was mich unfassbar verunsichert, sind die Akkus bzw. deren restlichen Lebensdauer, aber auch, dass ich den Händlerangaben ganz ehrlich nicht so 100% vertraue. Und eine Garantie, die jetzt vielleicht noch so 2 bis 4 Jahre irgendwie weiterläuft, bringt mir bei dem Preis am Ende auch nicht wirklich viel, wenn denn der Akku nämlich kaputt geht, hat sich das wirtschaftlich nicht wirklich rentiert für einen. Deswegen bin ich einen gebrauchten Mini Cooper SE Probe gefahren mit einem State of Health von 100%, also quasi der Händler war sich 100%ig sicher, der Akku ist tiptop und alles ist super duper geil. Und ja, ich zeige euch heute, wie ich den Akku mit einer Probefahrt, also mit einer Probefahrt selber bewertet habe und warum ich nach meiner Analyse mich gegen dieses Auto entschieden habe. Die Software, die ich hierfür geschrieben habe, die findet ihr unten in der Beschreibung. Die ist kostenlos und komplett Open Source für euch verfügbar. Okay, um den Akku eines Autos erstmal überhaupt bewerten zu können, benötige ich einfach super viele Infos und ich zeige euch jetzt, wie ich diese gesammelt und auch gemessen habe. Ja, das allererste ist natürlich die Probefahrt, also wir haben eine Probefahrt vereinbart. Ich habe mir dann vorher einen ODB-Stecker gekauft für 25 Euro, Link findet ihr unten. Ihr könnt aber auch jeden anderen ODB-Stecker nehmen, der da geht, der hat jetzt aber hier gut funktioniert. Diesen steckt ihr dann in den ODB-Port des Autos ein und bei Mini ist dieser unten links im Fahrerraum. Bitte erkundigt euch vorher, ob diese ODB-Schnittstelle bei dem Auto, was euch interessiert, dann auch überhaupt zugänglich ist, denn ohne wird es leider sehr schwierig. Okay, dann benötigt ihr noch eine Handy-App, um euch mit dem ODB-Adapter zu verbinden und die Daten während der Fahrt zu sammeln und auch natürlich abzuspeichern. Ich persönlich habe CarScanner Pro verwendet und kann die App auch empfehlen. Wie gesagt, ich habe nichts mit denen zu tun oder so, aber ich fand die gut. Wenn ihr das dann alles gemacht habt, verbindet ihr euch, also verbindet den ODB-Adapter mit CarScanner Pro, das wird da auch eigentlich alles ziemlich gut erklärt und dann könnt ihr das Data-Recording aktivieren und dann habt ihr jetzt jede Menge Daten gesammelt während der Probefahrt. Also ihr müsst auch eigentlich nicht mehr viel machen, wenn das einmal gestartet ist, dann sammelt der. So, und die könnt ihr dann nach der Probefahrt auswerten. Und zwar könnt ihr dann unter Data Recording den entsprechenden Record auswählen und auf Export drücken. Und dann bekommt ihr eine CSV-Datei, die ihr später auswerten könnt. Und ich zeige euch gleich, wie das geht, beziehungsweise gebe euch auch meine selbstgeschriebenen Software-Tools. Vorher müsst ihr aber noch ein bisschen Detektiv spielen und Daten über den Akku sammeln. Und das ist eigentlich somit der wichtigste Part, der auch schon wahnsinnig viel über das Innenleben des Akkus verrät. Das ist eine geile Gelegenheit, um auf den Sponsor dieses Videos aufmerksam zu machen und ehrlich gesagt fällt mir das ziemlich leicht, denn es geht um AMD und Prozessoren von denen nutze ich eigentlich schon Zeit meines Lebens und war bisher immer mega zufrieden damit. Wenn du ein Unternehmen führst, selbst ein kleines wie ich jetzt zum Beispiel oder auch einfach Bastler bist und ständig mit dem Notebook unterwegs bist, sind Leistung und Sicherheit extrem wichtig, aber zunehmend rückt auch ein anderer Aspekt in den Vordergrund und zwar Energieeffizienz. Und einer der wichtigsten Punkte hierfür ist natürlich der Prozessor. Schau dir zum Beispiel mal dein Notebook genauer an und du siehst dann die Aufkleber auf dem Gehäuse und da siehst du, welche Hardware bzw. welcher Prozessor verbaut ist. Der Austausch alter Laptopflotten durch neue energieeffiziente Prozessoren kann den Energieverbrauch des Unternehmens erheblich senken. Reduzierter Energieverbrauch führt natürlich zu einer niedrigen Treibhausgasemission und natürlich spart das alles Geld durch eine niedrigere Stromrechnung. Ja, AMD bietet mit ihren Ryzen Pro Prozessoren eine energieeffiziente Leistung der nächsten Generation. Ein AMD-Prozessor kann dir eine ganztägige Akkulaufzeit bieten, bis zu 29 Stunden halt. Also die Freiheit auch unterwegs zu arbeiten. Bis zu 70% längere Akkulaufzeit bei mal wieder viel zu langen Microsoft Team-Videokonferenzen. Wenn du es aber genauer wissen willst, kannst du auf der Homepage von AMD einen direkten Vergleich ziehen und sogar herausfinden, wie viel Energie und Kosten du in deinem Unternehmen sparen kannst. Also wenn du neue Laptops für dein Unternehmen oder auch nur für dich selber brauchst, zum Beispiel wie das Lenovo ThinkPad, dann denk daran, dass der Prozessor mit das Wichtigste an dem Ding ist und dass du kein Watt und auch keine Zeit verschwenden willst. So, uns interessiert ja jetzt hauptsächlich, wie lange wird der Akku es noch machen? Also, ne, wie lange hält er noch? Und dafür müssen wir erstmal genau wissen, was ist da eigentlich für ein Akku im Auto drin? Und dafür brauchen wir folgende Infos. Einmal, wie groß ist der Akku? Welche Spannung hat er? Wie viele Zellen sind da drin? Welche Zellchemie und welche maximale Strombelastbarkeit hat er? So, und das ist eigentlich schon eine ganze Menge. Und ihr merkt darüber, ne, alleine schon über diese Daten kann ich eine Menge über den Akku wissen. Und wie finde ich jetzt die Infos überhaupt? Und was fange ich dann auch damit an? Das erkläre ich euch jetzt. Tatsächlich ist Google hier einfach gar nicht mal so eine schlechte Anlaufstelle. Ihr könnt zum Beispiel irgendwie Mini Cooper SE Battery als Suchbegriff eingeben und dann finde ich direkt das Datenblatt von BMW zum Download. So, und was finden wir jetzt in dem Download? Das erste ist die Akkuenergie von 32,6 Kilowattstunden, die Spannung von 350,4 Volt, die Kapazität von 93,2 Amperestunden. So, das ist doch schon mal ein echt guter Anfang. So, und jetzt so ein Auto-Akku besteht ja nicht nur aus einer dicken Zelle sozusagen. Es ist nicht ein dicker Block, sondern
das sind ganz viele kleine Lithiumzellen da drin und ich will jetzt genau wissen, wie viele sind da drin, weil darüber kann ich dann überlegen, wie stark wird eine belastet, vor allem welche ist das eigentlich? So, und auch welche Zellchemie ist in dieser Zelle drin? Das ist total wichtig, denn Lithium-Akku ist nicht gleich Lithium-Akku. Hier gibt es super, super viele unterschiedliche und das bestimmt ganz wesentliche Merkmale des Akkus, wie zum Beispiel die Lebensdauer in Zyklen, aber auch die Belastbarkeit und so weiter. Also suchen wir mal weiter. Wir wollen noch ein bisschen mehr über den Akku herausfinden. Schauen wir mal auf eBay, ob da nicht jemand vielleicht so einen alten, gebrauchten Akku verkauft und siehe da mit dem Suchbegriff Mini Cooper SE 32,6 Kilowattstunden werde ich tatsächlich fündig. Und das Geile ist, wir sehen jetzt hier wirklich den inneren Aufbau des Akkus. Also ihr seht jetzt hier die Zellen, den Aufbau und auch Nahaufnahmen. Und sowas gibt es wirklich von allen möglichen Autos. Also das ist halt ziemlich cool, da könnt ihr wirklich so ein bisschen mit reingucken. Also ihr seht schon, da muss man wirklich ganz schön recherchieren, aber es geht. So, und hier können wir jetzt zählen und sehen, dass es 96 Zellen sind. Also wir haben jetzt hier 96 Zellen in Serie und das heißt, wir haben jetzt pro Zelle eine Spannung von 350,4 Volt durch 96, also 3,65 Volt pro Zelle. Und das ergibt auch Sinn, die Werte kenne ich so ein bisschen. So, die Kapazität pro Zelle ist dann logischerweise 93,2 Amperestunden, weil keine parallel geschaltet sind. Und jetzt fehlt uns nur noch die Zellchemie. Aber aus der Spannung können wir auch schon mal einiges herausfinden. Das seht ihr hier. Bei 3,65 Volt, das seht ihr hier in dieser Tabelle, da bleiben eigentlich nur noch NMC oder NCA übrig. Und das steht für Nickel-Mangan-Kobaltoxid und für Nickel-Kobalt-Aluminiumoxid. Das sind so auch die ganz typischen Akkus eigentlich, die in E-Autos zu finden sind. Mittlerweile aber auch Lithium-Eisenphosphat sehr gerne, was ich auch bevorzugen würde. So, und diese Anteile von Nickel, Mangan und Kobalt oder je nachdem, wie die so aufgebaut sind, die entscheiden halt ganz wesentlich die Eigenschaften des Akkus. Und das ist auch jetzt hier an der Stelle wichtig für uns. So, und jetzt ist halt die große Frage, welche von den beiden ist es und wie viel von diesen Nickel, Mangan und Kobalt oder so ist da jetzt eigentlich drin? Das versuchen wir jetzt rauszufinden. Und tatsächlich ist das schwierig, aber ich habe da eine Idee. So, wenn wir jetzt noch mal ein bisschen unser Gehirn einschalten. Der Akku hat ja nur 32 Kilowattstunden und die Reichweite von dem Auto ist ja circa 200 Kilometer. Also das ist eigentlich echt wenig. Und das Auto ist teuer, das muss man sagen. Also der war damals, glaube ich, um die 40.000 Euro. Man muss jetzt schon sagen, das ist irgendwie krass. Und das Auto ist bei 150 km/h begrenzt. So, und das sind jetzt so Sachen, da kann man jetzt drüber nachdenken, warum. Vermutlich wurde einfach die Karosserie des alten Verbrenner-Minis genommen und dort ein E-Motor plus ein Akku reingestoppt. Sprich, da war sehr wenig Raum für den Akku, weil der quasi gar nicht von Anfang an mit eingeplant wurde. Der musste halt irgendwo da reingequetscht werden. Was bedeutet das jetzt? Ganz einfach. Das heißt, wir brauchen einen hohen Nickelanteil. So, ich weiß, das ist jetzt vielleicht nicht sofort logisch, denn ein hoher Nickelanteil, der erhöht die Energiedichte. Und wenn ich jetzt wenig Platz habe, und das ist jetzt hier, glaube ich, ziemlich sicher der Fall, dann nehme ich einen Akku mit maximaler Energiedichte. Und selbst wenn mit diesem Akku, ja, also der vermutlich einen sehr hohen Nickelanteil hat, und damit komme ich nur 200 Kilometer, da ist es dann halt schon irgendwie, ne, also da werde ich schon das Maximum nehmen, was irgendwie geht. So, und typisch sind jetzt hier 80% Nickelanteil, 10% Mangan und 10% Kobalt und das nennt man dann NMC 811, ne, also 80, 10, 10. Und suchen wir jetzt mal nach NMC 811 von zum Beispiel Kettle oder Samsung, also von diesen typischen Herstellern, LG gibt es auch und da finden wir relativ schnell irgendwie Datenblätter dazu, ne, weil wir wissen ja, also wir haben jetzt die Amperestunden, wir wissen, das ist NMC 811 mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit und Jackpot, das könnte die Zelle sein. Das ist nicht hundertprozentig sicher, also es muss nicht diese Marke sein und so weiter, aber so in diese Richtung wird die gehen. So, und die Werte werden jetzt auch sehr ähnlich sein und das reicht uns jetzt hier an der Stelle. Das heißt, wir haben jetzt mal eine Idee von der Zelle und wir haben mal maximale Entladeströme, Ladeströme und damit haben wir jetzt erstmal alles, was wir brauchen. Das heißt, damit können wir arbeiten. So, und jetzt im nächsten Punkt gucken wir uns die Daten nochmal ein bisschen genauer an und überlegen mal, was uns das über die Belastung des Akkus sagt und ob wir nicht auf die Idee kommen, warum diese komische Grenze von 150 km/h und warum nur so ein kleiner Akku und so weiter. Jetzt wird's spannend. So, dafür öffne ich jetzt erstmal wieder die CarScanner-App und schaue in die Data Recordings rein. So, und dort wähle ich jetzt Battery Current aus und schaue mir die Grafik genau an. So, und hier gibt es jetzt positive und negative Werte. Positiv heißt eigentlich laden, also das heißt, wenn ich Rekuperation mache, also ich trete nicht auf die Bremse, sondern nehme einfach das Gas weg, dann macht er Rekuperation und nimmt die Energie quasi aus der Fahrt raus und pumpt die in den Akku. Das ist eine geile Sache, aber dann lädt er den quasi während der Fahrt. Negativ ist Entladen, also der Akku wird zum Fahren verwendet, also der versorgt jetzt quasi gerade den
Motor und das heißt, er muss jetzt liefern. Und da kommen natürlich die höchsten Ströme zustande, weil er da die höchste Energie reinpacken muss. Und wir suchen jetzt mal nach dem höchsten und dem niedrigsten Wert. Wir sind jetzt hier beim Entladen, sind es minus 411 Ampere. So, und das ist schon eine Hausnummer. So, und laden jetzt 140 Ampere. Auch das ist eigentlich ein recht heftiger Wert. Aber was sagt uns das jetzt? Eine ganze Menge. Denn aus dem Datenblatt ziehen wir uns jetzt erstmal die Maximalströme fürs Entladen und schauen mal, wo wir hier mit unseren 411 Ampere eigentlich liegen. Das heißt, also wie hoch ist der eigentlich belastet? So, und ihr seht jetzt hier links in Blau den maximalen Dauerstrom von 160 Ampere. Also das steht im Datenblatt drin. Und in Rot daneben den maximalen Strom für höchstens 15 Sekunden. Und in Grün dann das, was ich während der Fahrt gemessen habe. Und ihr seht, wir sind mit 411 Ampere wirklich am absoluten Limit. Also das ist ja schon fast ein Kurzschluss vom Akku. Das ist wirklich krass. Also mehr kriegst du aus der Kiste einfach gar nicht rausgeholt. Das ist wirklich das absolute Maximum. Und das darfst du für 15 Sekunden maximal machen. Also das ist schon eine harte Nummer. Und das ist ja, das passiert ja ständig. Ihr seht das ja in der Grafik von eben, dass 411 Ampere relativ häufig erreicht werden, sobald ich Gas gebe einmal, also Vollgas. Das macht man ja ganz gerne mit so einem Ding. Und jetzt gucken wir uns nochmal die Ladeströme an. Über die Rekuperation kam maximal 140 Ampere rein und das entspräche aber auch dem Schnellladen des Akkus mit 50 Kilowatt. Sondern auch hier wieder in Blau die maximale Dauerlast von 160 Ampere und in Rot das absolute Maximum fürs Laden für maximal 15 Sekunden von 340 Ampere und in Grün dann der gemessene Wert mit 141 Ampere. Was bedeutet das? Hier beim Ladestrom heißt das, dass ich quasi an der maximalen Dauerlast bin und das ist jetzt erstmal nicht irgendwie dramatisch oder so. Das senkt die Lebensdauer aber ganz erheblich und in dem Datenblatt von eben geht die Lebensdauer fast um die Hälfte runter dadurch, wenn ich so hohe Ladeströme halt habe. Ich meine, die tauchen jetzt nicht permanent auf, aber anscheinend häufig und wenn ich oft schnell lade, heißt es auch, dass der Akku hier durchaus schneller altern kann. So, und wie fassen wir es jetzt zusammen? Der Akku ist mit 32 Kilowattstunden sehr klein und der Motor mit 135 Kilowatt oder 184 PS dafür ganz schön groß und hat viel Leistung. Das ist eine schlechte Kombination. Der Akku muss hier nämlich richtig ackern und weil sich das einfach nicht auf viele Zellen aufteilt und das ist definitiv ein gewichtiges Indiz für eine kurze Lebensdauer. Und im Vergleich dazu zum Beispiel, nehmen wir mal einen Corsa E aus derselben Klasse, sage ich mal, mit 50 Kilowattstunden Akku und einem 100 kW Motor. Da seht ihr zum Beispiel, wenn ich es mal durcheinander teile, dann komme ich beim Mini auf einen Faktor von 4,14 und beim Corsa E auf einen Faktor von 2. Also der Mini muss das Vierfache der Akkuenergie leisten und der Corsa gerade mal die Hälfte davon. Wenn man den Motor jetzt häufiger ausreizt, also einfach mal gerne Gas gibt, das heißt aber auch, wenn ich losfahre, einfach nur schnell losfahren oder so, dann wird das sicherlich nicht für eine lange Lebensdauer sorgen. So, und jetzt der wichtigste Test, um den Akkuzustand zu bestimmen. Also jetzt gerade eben haben wir ja mal so ein bisschen was über den Akku und die Belastung und so rausgefunden. Und jetzt wollen wir uns mal ansehen, ob der Zustand des Akkus wirklich so gut ist, wie der Händler sagt. Und dafür ist der Widerstand des Akkus ein sehr, sehr gutes Maß. Leider hat CarScanner den nicht direkt gemessen bzw. auslesen können. Ich weiß auch gar nicht, ob der im Mini gemessen wird, das wissen wir nicht. Aber ich habe mir eine kleine Software geschrieben, die das kann, und zwar mit den Daten aus unserer Probefahrt. So, und ich zeige euch jetzt, wie die Software, die ich dafür geschrieben habe, funktioniert und wie ihr die anwenden können. Und wie schon gesagt, die Software könnt ihr kostenlos downloaden. Link ist unten, ist Open Source, also nutzt sie einfach, wenn ihr Bock habt, kein Problem. Wenn ihr Bock habt zu spenden, wäre es echt nett, weil wie gesagt, sind alles Dinge, die machen wir hier in unserer Freizeit und das, ja, keine Ahnung, kostet halt auch alles Zeit und Geld, deswegen überlegt es euch, wäre echt nett. Okay, ihr stopft jetzt die CSV-Datei von CarScanner in das von mir bereitgestellte Tool und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. So, dort gebt ihr den Dateinamen der CSV-Datei ein und den nominalen Widerstand der Zelle. Den könnt ihr nämlich zum Beispiel aus dem Datenblatt hier von dem Akku, den ich eben gezeigt habe, einfach nehmen und weil ich denke, dass der vermutlich verbaut wurde oder zumindest sehr, sehr ähnlich ist. Und da finden wir jetzt 0,99 Milliohm als relativ obere Grenze und den nutze ich hier jetzt. Also den trage ich dort ein. Okay, dann starte ich das Tool und es kommen dann einige Diagramme raus. Und spannend ist tatsächlich dieses hier. Auf der X-Achse seht ihr hier den Strom des Akkus, also immer den Strombereich, ja? Also wie viel wurde der Akku quasi belastet? Und ihr seht jetzt hier zum Beispiel dieser Bereich von 39 bis 77 Ampere. So, und das ist wichtig, weil bei höherer Belastung die Temperatur des Akkus steigt und sich der Widerstand dann entsprechend ändern kann. Deswegen teilen wir hier die Strombereiche auf, also um das nochmal ein bisschen differenzierter zu sehen. Ganz links ist also quasi eine geringe Belastung und ganz rechts ist halt Vollgas, so kann man sich's vorstellen. Auf der Y-Achse ist jetzt der Widerstand in Milliohm angezeigt. So, und diese Wobbel, die ihr hier seht, nehmen wir jetzt mal den ganz rechts zum Beispiel, der zeigt jetzt den gemessenen Widerstand an oder richtiger die gemessenen Widerstände. Denn da, wo der Wobbel besonders dick ist, lagen die meisten Messungen in diesem Bereich. Ja, oder auch, ne, also denkt dran, wir haben ja super, super viele Messungen,
Messung und die Messungen streuen natürlich, das ist normal, die sind also nie perfekt. Und diese Wobble helfen zu sehen, wo einfach die meisten dieser Messungen sich jetzt hier befinden, dann können wir das so ein bisschen besser sehen und auswerten. Okay, bei dem Wobble ganz rechts sehen wir also, dass kein einziger Wert über 1 Milliohm lag und die meisten sogar eher bei 0,7 Milliohm, weil der Wobble dort am dicksten ist. Ja, also da, wo der richtig dick ist, da waren die meisten. So, und jetzt wird es spannend. Oben die Prozentzahlen, was ist das? So, und das ist das Wichtigste eigentlich. Das sind die Wahrscheinlichkeiten, dass der Akku 10% über dem Neuzustandswiderstand liegt. Also quasi die Wahrscheinlichkeit, dass er schon alt ist. Warum jetzt 10%? Das ist der Wert, wo ich so sagen würde, ah, hier hat er schon ein paar Zyklen hinter sich und ist definitiv nicht mehr neuwertig. Das habe ich aus dieser Veröffentlichung. Das ist leider auch nicht für jeden Akku immer ganz richtig, aber so als Hausnummer ist das, glaube ich, eine ganz gute Sache. Also ganz einfach erklärt, je kleiner diese Werte da oben sind, desto besser. Ne, jetzt seht ihr hier links zum Beispiel die Wahrscheinlichkeiten bei ca. 30% und ganz rechts sogar bei 0. Bei höheren Stromen sind die Messungen einfach genauer, weil dann die Differenz größer ist, also zwischen der Spannung und dem Strom. Also man hat dann einfach große Werte, das ist meistens immer gut bei solchen Messungen. Und insgesamt können wir hier also sehen, dass der Akku, so wie wir es jetzt hier sehen, ziemlich gut ist, weil alle diese Prozentzahlen da oben sehr klein sind. Das heißt also, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der innere Widerstand um 10% angestiegen ist, super, super gering ist und das für alle Ströme. Und das ist gut. Also hier anscheinend ist der Akku wirklich noch relativ gut im Zustand. Ich habe auch eine SOH, so eine State of Health Schätzung gemacht. Die ist auch im Softwarepaket drin, aber ich muss zugeben, dass mir das Video dann zu lang werden würde. Deswegen lasse ich das hier jetzt nochmal raus. Wenn ihr möchtet, kann ich die Tools nochmal ein bisschen detaillierter erklären. Dann schreibt einfach gerne unten einen Kommentar. Wir können auch ein kleines Webinar machen oder so dazu. Das wäre auch denkbar. Okay, Fazit. Was mache ich jetzt mit den ganzen Daten und den Informationen? Das war jetzt viel, ich verstehe das, aber was fangen wir jetzt damit an? Fassen wir einfach nochmal zusammen, was meine Probefahrt ergeben hat. Also meine Tools haben jetzt erstmal ergeben, dass der Zustand des Akkus tatsächlich noch sehr gut ist. Also die Händleraussagen glaube ich hier. State of Health 100% glaube ich nicht, aber ich glaube, dass der Akku in Ordnung ist. Also ich glaube, der hat jetzt irgendwie noch nicht defekte Zellen oder irgendwelche Auffälligkeiten, das konnte ich jetzt hier nicht sehen. Aber es gab mehrere Indizien dafür, dass der Akku vermutlich nachträglich unter die Karosserie des Verbrenners gebaut wurde. Also, dass da quasi einfach der Verbrenner genommen wurde und dann wurde der Motor rausgenommen und einfach der Akku drunter geklatscht. Und damit ergeben sich dann so ein paar Nachteile, weil der Akku einfach nicht von Anfang an eingeplant wurde. Das heißt, dass man hier einen Hochnickel-Akku genommen hat, was teuer ist und die Lebensdauer wird im Vergleich zum Beispiel zu einem Lithium-Eisenphosphat-Akku begrenzt sein. Durch die geringe Kapazität wird der Akku auch bei der hohen Motorleistung wirklich bis aufs Blut belastet. Also, ihr habt das gesehen, das ist wirklich das Maximum an Last, was er kann. Und das wird die Alterung hier auch sicherlich nicht verlangsamen. Das Fazit am Ende ist, das Risiko, dass der Akku nicht alt wird, ist für mich sehr hoch. Also ich denke, dass das tatsächlich hier gefährlich ist und deswegen werden wir kein Mini SE kaufen tatsächlich und komplett davon absehen. Und ja, ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen, nochmal so ein bisschen reingekommen, wie man da so recherchieren kann und mit so ein bisschen Detektivarbeit echt viel rausfinden kann. Ich hoffe auch, die Tools werden euch so ein bisschen helfen. Ansonsten sage ich, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.